Davide Gaetano. In der Konferenzhalle des Gerichtsgebäudes von Turin werden die Zivilparteien aufgerufen. Hunderte von Namen, eine unendliche Liste. Angehörige von Verstorbenen, Erkrankte und andere Zivilkläger. Es schaudert mich, wenn ich daran denke, dass so viele Menschen gestorben sind für ihre Arbeit. Wenig entfernt im Gerichtssaal sitzt ein Heer von Rechtsanwälten. Die beiden Angeklagten sind nicht erschienen. Staatsanwalt Raffaele Guariniello vertritt die Anklage. Er hat 5 Jahre im Fall Eternit ermittelt. Das Thema Asbest verlangt nach Gerechtigkeit, nicht nur in Italien, sondern in der ganzen Welt. Die ehemalige Eternit-Fabrik in Casale Monferrato. Zentraler Punkt beim Prozess in Turin ist, ob die Aktionäre der Eternit AG Italien von den Gefahren der Asbestverarbeitung wussten und ob sie genug unternommen haben, um die Arbeiter zu schützen. Spitanis Rechtsanwälte unterstreichen, dass der Schweizer Industrielle erst 1976 in Eternit eingetreten sei und stark in die Sicherheit investiert habe. Alle wichtigen Gesundheitsbehörden waren zu dieser Zeit zudem überzeugt, dass eine sichere Verarbeitung des Asbests möglich war. Spitani hat das Möglichste getan, um die Eternit-Fabriken ohne finanziellen Schaden zu schließen. Es wurde den finanziellen Bedürfnissen und nicht der Sicherheit der Arbeiter Rechnung getragen. Schmidheine droht eine Haftstrafe bis zu 12 Jahren und Entschädigungszahlungen für hunderte Millionen Euro. Wie lange dieser Prozess bis zum definitiven Urteil dauern könnte, wagt hier heute niemand zu sagen. Sicher ist nur, dass jährlich 40 bis 50 Personen neu an den Folgen vom Asbeststaub erkranken. Und nach medizinischen Studien könnte das noch Jahrzehnte so weitergehen.